Ne? So ein Kumpel von mir hat seit heute Horizon Zero Dawn. Wir haben uns vorhin kurz ausgetauscht. Er hat mir gesagt, welches Item man für diese besondere Rüstung braucht. Ich habe dieses Item tatsächlich schon. Und nein, man muss das nicht am Anfang in der Quest finden. Das stimmte nicht so ganz. Mach das, Blankwolf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Naja, mal gucken. Also ich habe auch so im Freundeskreis niemanden, der eine Wii U hat. Ach, wo hat der denn gespeichert? Untersucht die Bombe. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Das haben wir doch letztes Mal. Ah, egal. Egal. Ich danach echt nicht gespeichert. Machen wir das halt nochmal. Das ist viel Lohe. Das hast du gut erkannt. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Ja, kriegen wir ja hin. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Ja. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese Lohe einen Feuersturm entfachen. Ich konnte das doch letztes Mal einfach rausschieben. Oder muss ich jetzt... Eine echte Bombe. Gut gefertigt. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Also, geht das Ding gleich hoch? Ich bin nicht traurig. Hä? Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Vielleicht kriege ich irgendwie dieses Fenster auf und kann den Brett eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Das habe ich doch alles nicht gemacht. Ich habe doch nicht das Fenster geöffnet. Hilf mir, das okay, muss raus. Jetzt bin okay. Ich verwirrt. Hohe Gewalt, das kann ich. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Der Wal ist beste Chance. Und Meridian steht noch. Das ist wundervoll. Der Wal sagt, der Avat soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen. Der hat aber auch einen hässlichen Helm auf. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Okay, untersuche das Gebiet. Stiefelspuren. Ein wenig Lohe daran. Der Lager war sofort zerstört. Ja, kräftige Abenteurer! Beeilung! Vorzugsweise sofort ohne Feuer und eine Eimerkette bilden! Keine Bedingung! Ich würde es bereuen, wenn wir nicht über die Vorräte ausgehen. Was ist passiert? Dann suchen wir uns erstmal den Bomben... Hier den... Lass uns reden. Nein. Ne? Bombenleger. Diskutieren. Vom Rand des Berges steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Die Spur führt hinein. Noch eins von der Wals verstecken? Hä? Die führt doch da zum Bücherregal.
Oder auch hier runter. Hier muss der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Oh, oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Ach, herrje. Weil die Bombe nur Ablenkung war. Der Wal. Okay. Oh Gott. Im Ernst jetzt? Okay. Oh. Dachte für eine Sekunde, ich spring daneben. Hallo Stratos, moin. Ich würde. Entdeckung. Ach komm schon. Stufe 38 erreicht. Was? Heftig. Ein Fertigkeitenpunkt. Erstmal den ganzen Kram hier mitnehmen. 19% Gesundheit von den Pilzen ist nämlich richtig super. Sieh dich an, Avad, der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Haha. Ah. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein, es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke. Oh, ist seine kleine Welt zerstört. Hallo Black Devil. Hey Ironic. Na? Ich kann sie nicht in der Gewalt der Maschine lassen. Hä? Hatte ich doch auch gar nicht vor. Was ist das für ein Scheiß? Oh. Da liegt sonst nichts mehr. Okay. Was ist das? Oh. Du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Das wollen wir ja noch mal sehen, mein Freund. Immer seine Frauen für ihn kämpfen. Du Lux. Lurch, meine ich. Oh. Das Essen.
Ich hab zu viel gegessen. Ich muss doch einen Sonnengott töten. Sag mal. Ich habe eine Armee. Falken und Verwüster. Alter, du. Lurch. Lurch. Du musst dir schon mehr mitnehmen. Nicht zurückweichen. Okay, war es das jetzt schon? Es ist nicht vorbei, Nora. Nee, stimmt. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Man braucht einen Notfallplan. Oh nein. Ach komm. Die immer mit ihren Scheiß. Ich hab. Oh. Egal. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Ich hoffe, du kannst gern gegen diese Dinger. Es kommen nein. Nämlich noch mehr. Oh, das ist mir gerade zu stressig nach dem Essen. So eine Scheiße. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Ha, diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Hat er gerade gesagt, Glitzerhabichte? Alter. Gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Ja, dann lass sie kommen. Muss ein Grauhabicht sein. Ha, diese majestätischen Mörder mit Glitzerhabicht. Oh. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Immer den Maschinen überlassen. 617? Ich habe den gerade echt für 617 getroffen. Heftig. Oh. Glitzer habe ich dir, ja, hat er gesagt. Und jetzt rede mit der Wahl. Wo liegt der denn? So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden,
Okay. Klingt nach einer angebrachten Strafe, finde ich. Rede mit der Wahl optional. Wir reden mal mit der Wahl. Wo ist der Wahl denn? Wieso ist denn der so weit weg? Das ist ja doof. Aloy. Ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte derweil sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehme es mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll und nicht das, was man will. Richtig? Tja. Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Da hat sie recht. Auf. Sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Kann man machen. Tja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Tja. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Ich würde mal nicht übertreiben, mein Freund. Wie sie ihn anguckt. Wir sind lauf. Da hinten könnte ich mit der Wahl sprechen. Das machen wir einfach mal. Ich bin mal gespannt, was der noch so zu sagen hat. Sonst hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständiger. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Der wünscht mir bestimmt gleich nur das Beste. Ist es, Wache zu halten. Oh. Willst du dich an meinem Anblick weiden, Nora? Na, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Verstehe. Du willst noch Salz in die Wunden streuen. Tja, das funktioniert nicht. Haha. Wie lustig, den Bastler im Käfig zu drangsalieren. Was haben wir gelacht? Glaubst du, dieses Stück Schrott macht dich klug? Ich wette, ohne das Ding hättest du meine Bombe niemals entschärfen können. Du glaubst, ich bin erledigt, hä? Denk nochmal drüber nach. Ich bin schon schlimmeren Situationen entkommen. Naja. Während die Trottel in Hauptquell darüber diskutieren, wie sie mich töten wollen, mach ich mich davon. Wart's nur ab. Wenn ich hier raus bin, lege ich dir einen. Ich muss zugeben, es ärgert mich, dass eine Wilde mich gefunden hat. Die meisten Nora verwirrt es schon, wenn etwas aus mehr als zwei Stöcken und einem Faden besteht. Hast du nichts Besseres? Zum Beispiel dich von einem Lanzenhorn aufspießen zu lassen? Du hältst deinen Speer für so toll. Aber ich könnte ihn mit verbundenen Augen bauen, während ich ein Schläfchen halte. Maschinenreiten? Soll mich das etwa beeindrucken? Bring einen dazu, mir das Mittagessen zu bringen. Das wäre interessant. Du bist wie ein Steinchen im Stiefel, weißt du das? Genau so nervtötend.
Hammer auf Stahl. Ich hasse dich. Eines Tages werde ich eine Maschine bauen. Nur dafür da ist dir deine Zöpfe bei meinem Schmiede. Lass mich einfach in Ruhe, Rotschopf. Okay, Gespräch beendet. Geil. Entschuldigung, das musste sein. Bestens. Keine Glitzer habe ich denn mehr, die ihn retten. Moment, falsche Richtung. Da lang. Was bist denn du für ein Händler? Also ich fand's lustig. Ich hoffe, euch hat das unterhalten. Herrlich. Aloy, mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Arsas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Ich muss jetzt gehen. Warte einen Moment. Wie gesagt, ich hatte gehofft, dass du in Meridian bleibst. Und warum sollte ich? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Ich bin eigentlich immer so hart bei sowas. Betrachten wir doch mal genauer, was ihr da gerade gesagt habt. Ersa ist gerade erst tot. Eine Frau, die an eurer Seite stand und durchaus sehr stark, schlau und kompetent war. Es ist klar, was ihr für sie empfunden habt. Und jetzt soll ich ihren Platz einnehmen? Ist das ein Jobangebot oder ein Antrag? Bei der Sonne. Du hast wirklich sehr viel von Ersa. Besonders den gnadenlosen Blick für Dummheiten. Bitte, nimm meine Entschuldigung an. Ich habe wohl zu vorschnell gesprochen. Ich brauche etwas Zeit, um meine Gefühle zu ordnen. Aha. Ich werde dir immer dankbar sein, Aloy. Und mit der Zeit möchte ich dich besser kennenlernen. Nein. Belassen wir es dabei? Nö. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich hoffe, du findest, Schüssen. Was du suchst, Aloy. Und wenn du mich brauchst, helfe ich dir. So sicher, wie die Sonne aufgeht. Das ist so schön. Das ist doch schön. Zum Grabhort. 6000 EP. Meridian vor dem Feind bewahrt. Ich habe wieder einen Fertigkeitenpunkt. Kann ich die schon wieder irgendwo einsetzen? Unauffällig. Naja, ich warte erstmal noch. Ich möchte aber was ganz anderes machen. Wie gesagt, da möchte ich nochmal hin. Schnellreisen nicht möglich. Schnellreisen möglich.
Es gibt dort einen Gegenstand zu finden. Den kann man sich nachher auch noch holen. Mit dem kann man dann später eine tolle Rüstung bekommen. Die, wovon heute schon ein paar Mal die Rede war. Moin, graue Logge. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den Gegenstand gefunden habe. Müsste ich aber eigentlich. So, lass mal eben gucken. Da will ich hin. Gobbel, gobbel, gobbel. Schick, schick. So, da war ich ja nun schon mal drin. Als Kind und auch als Erwachsene. War ich da unten schon? Ich weiß das gerade nicht mehr. Aber hier soll es noch einen Gegenstand geben. Und ich meine auch, ich hätte den schon gefunden. Eine bestimmte Nebenquest soll einen dahin führen. Ich muss noch mal gucken, welche. Altes Waffenlager. Finde eine Verwendung für die Inner... Ach hier, da ist doch Schildweberinnen-Outfit-Kiste. Okay, können wir hier ja schon wieder raus. Dann habe ich das Ding nämlich doch eingesammelt. Bin ich ja mal gespannt. Das holen wir uns jetzt erstmal und dann gucke ich mir die Rüstung mal an. So. Altes Waffenlager. Moment mal. Wieso ist denn das da so? Ist das unter Tage? Na, ich bin ja auf jeden Fall mal gespannt. Gucken wir uns den Spaß mal an. Ab Stufe 25 kann man das auch erst machen. Das wird mir unterwegs sicher weiter. Vorher löbt das nicht. Das sind alles so Sachen, die fallen bei mir manchmal einfach so unter den Tisch. Irgendwie. Okay, jetzt wird die Entfernung wird größer. Vielleicht nicht mehr. Gucken wir mal.
Wie sieht's denn mit meinem Rohstoffbeutel aus? 100 von 100. Das heißt, wir werden ihn auf jeden Fall jetzt erstmal vorher leeren. Beziehungsweise ein bisschen mehr Platz schaffen. Gott. Das ist so viel. Das wäre ich ja... Brauche ich ja nie. Naja, so viel Platz schaffen kann ich da auch gar nicht mehr. So. Wieso ist denn das jetzt da? Also jetzt trollt mich das Spiel aber. Ich bin noch gerade... Oh! Also da oder was? Ach stimmt, da kam ich ja... Ah, da kam ich mal nicht weiter, ne? Stimmt ja. Da war ich ja schon mal... Da war... Oh, was Glück. Alto Belli, das war knapp. Da bin ich am Anfang schon mal drin gewesen. Da haben wir hier die Blume gefunden. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Ah, ich hab doch zwei Stück. Ach, oh, guck mal an. Passt. Lol. Nur noch die zweite. Das ist eine Art Code. Vielleicht gibt's hier einen Hinweis. Ja, ja, gibt's ja auch. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. 12, 15, 18, 21. 12... 15. Vielleicht finde ich hier irgendwo mehr Informationen darüber, wie das alles funktioniert. 18. Sieht aus, als hätte jeder Schalter vier unter... 21. Vielleicht, wenn ich jeden Schalter in die Richtung schafft, dann schaue ich mal nach der Tür. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten. Im Ernst jetzt? Really? Truly? Aus der Zeit der Alten. Was? Aber wie komme ich da ran? Im Ernst jetzt? Das kriege ich jetzt gleich? Ist klar. Platz. Ich muss nur diese Energiezellen einsetzen. Dann müsste es gehen. Was? Ich brauche noch mal drei Energiezellen? Willst du mich verarschen? Wo soll ich die denn herholen? Ach komm.
Kann ich die nicht einfach wieder rausnehmen? Was? Was für Energiezellen denn? Aber nicht diese hier, ne? Oh, habe ich die Maschinen... Moment, wird mir das angezeigt? Ich hoffe ja, ich kriege die auf der Karte angezeigt. Aber doch jetzt nicht hier drin, oder? Wie krass das Ding einfach ist. Heftig. Naja, gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass mir das angezeigt wird, wo ich die scheiß Energiezellen herkriege. Ansonsten stehe ich nämlich schon wieder da. Bis jetzt habe ich die immer nur in Hauptquest-Parts gefunden. So. Ja, nein. Ach komm. Hallo Eleanor Palanta, hallo Scheitan, Mr. Schauer, guten Abend. So eine Scheiße. Wo soll ich denn jetzt noch Energiezellen herkriegen? Also von den Ruinen habe ich auch keine anderen gesehen. Und ich habe die bis jetzt immer nur aus Hauptquests bekommen, ne? Der Grabhort. Wäre jetzt die Hauptquest. Och nö. Und ich dachte, ich kriege jetzt die geile Rüstung. Das ist ja schäbig. Och nö. Naja, gut. Etwas Vorrat. Ja, dann machen wir jetzt mal eben die Hauptquest da oben. Wieso? Scheiße. Oh. Sowas ist ärgerlich. Das ärgert mich. Ich dachte jetzt... Oh, könnte da voll das Teil rausholen. Aber nö. In unserem Glauben an gar nichts. Ihr Zynismus hat die Maschinengeister vertrieben. Ja. Und zwar wollen wir dahin. Was ist denn das da? Wird da ein neues Gebiet aufgedeckt? Ey, das könnte sogar sein. Das wär's ja. Naja, wir werden es gleich sehen.
Voll das Teil rausholen. Witzig. Sind wir jetzt gerade wieder 12? Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Hi, Stadtaffe. Moin. Mit den Modifikationen bei meinem Speer kann ich jetzt Grauhabichte überbrücken. Wer will das denn? Oh. Ich. Diese Gelegenheit ist günstig. Und so schlich ich durch die unkapische Wildnis. Dann schlich mich an den Grauhabicht heran. Einmal mein Speer in seine Pupanz. Und er war mein. Oben also, ja? Geil. Und wesh. Wesh bin ich. Eclipse. Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Nur zu. Danke. Okay. Allein. Na gut. Keine Gnade. Oh! Aha. Peace, Batman. Was haben wir denn da? Alte Skulptur, Rohstoff. Ja. Will ich nicht haben. Ah, Joanna. Brauchen Sie vielleicht noch ein paar Bursche? Der Grabort. Im Schatten eines Metallteufels. Super. Alter Spiel. Alter! Ist das groß? Ich bin echt gespannt auf die Story. Was sind Wächter? Erkunde den Grabhort. Ach, da geht's gar nicht hoch. Hätte ich jetzt gedacht. Falsch gedacht. Geboren, um Liebe zu geben. Oh. Okay. Also, um das nochmal zusammenzufassen. Wir haben ja letztes Mal herausgefunden, dass die Maschinen sich verselbstständigt haben und selbst repliziert haben. Was war das?
Wo kam das her? Jo. Drin sind sie auch. Stell's dir vor. Operation Enduring Victory. Was immer das sein sollte. Es ist wohl nicht so gut gelaufen. Schatten, führe mich! Das war's. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ja, also er war jetzt nicht so die Herausforderung. Legend. Lieutenant Fiona Murrell. Also, ich bin vom Storytelling in dem Spiel auch echt beeindruckt. Ich find's richtig gut. Aber wie gesagt. Hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Arschloch. Also ich denke mal, diese große Maschine draußen, die wir gesehen haben, über dem Grabhort, wird nachher das Ultimum der Maschinen, also der Maschinen gewesen sein. Gestrandete Kette, okay. Und das Zero Dawn Protokoll wird die wohl aufgehalten haben. Okay. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, das war richtig. Scheiße. Ich wollte ungern in den Tod fallen. Da. Jetzt spring doch darüber. Oh, Alter, dann halt nicht. Hey, Thexion, guten Abend. Also interessant wird's auf jeden Fall langsam. Wird zu schwer. Macht nichts. Muss ich da durch? Ne, geht nicht. Ach, da vielleicht. Ne, auch nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich da was überbrücken. Ah, guck mal an. Soldaten wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz.
Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die Möbel waren aus. Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Wie soll man es sich da gemütlich machen? Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6... Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter, den es in den 40ern gab. Oh, ich bin so gespannt. Ey, die Story ist einfach der Knüller. Ich finde die so gut. Die ist so gut erzählt. Also kurz mal eben dazu. Ja, was heißt off-topic, aber vielleicht ein bisschen off-topic. Passt aber, naja gut, es passt doch zum Thema. Ich habe mich vor kurzem noch darüber unterhalten, dass du heutzutage nur noch Spiele hast, die so oberflächlich sind. Wo du keinen Aufbau hast, wo du dünne Charaktere hast, wo den... Du, oh, das ist hier so gut gemacht. Du bist ein kleines Mädchen, weißt nicht, wer deine Mutter ist. Okay, bist bei einem Typen, der ist ausgestoßen, alles tutti. Wirst nicht gemocht im Dorf, weil du eine Ausgestoßene bist und hast ein schweres Leben. Dann willst du da einfach nur zu einer Erprobung, willst mit dabei sein und irgendwie wirst du immer mehr in so eine Scheiße verwickelt und auf einmal ist das so richtig so mindblowing. Dieses ich liebe das. Ich liebe so gutes Storytelling. Es ist einfach nur geil und es wird immer besser und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Untersuche die Tür, machen wir sofort. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Okay. Und das, finde ich, haben die gut gemacht. Dafür gibt es auch 12 von 10 Punkten. Storytelling. Interface. Muss eine Art Code sein. Das ist interessant. Top unten links rechts. Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Kann ich nicht einfach die scheiß Energiezellen hier rausnehmen? Ich will gar nicht hier rein. Scheiß auf die Story. Ich möchte bitte das Schildwächterinnen-Outfit haben. Kann ich mich da... Okay. Oben, oben, unten, unten. Also eigentlich reagiert der Bot da drauf. Seit einer Stunde wieder. Seit einer Stunde bin ich on. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Ich würde die gerne nochmal wiederholen. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im... So, jetzt bitte nochmal den Scheiß, ich hab mich gerade nur verdrückt. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Ja, du bist was ganz Besonderes.
War das jetzt nicht richtig oder was? Hä? Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Hä? Ja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Das muss doch dann so richtig sein. Ich bin etwas ganz Besonderes. Oder ist die Reihenfolge richtig? Habe ich schon wieder zu kompliziert gedacht. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Ich hab zu kompliziert gedacht. Da habe ich zu kompliziert gedacht. Ich bin halt was ganz Besonderes. Ich dachte, das wäre nochmal nach den Jahreszeiten geordnet. So hätte ich das nämlich gemacht. So, ihr seid alle verbunden mit dieser Tür. Nee, da hinten. Und ich höre Stimmen, mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Eine Energiezelle. Wusste ich doch. Die findet man nämlich nur... Oder doch nicht? Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten. Nur Waffen. Okay. Okay. Glaube ich nicht. Noch einer? Sag mal. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Sag mal, ich... Gott, war das schlecht gespielt. Gönn dir mal Zielwasser, ja, sollte ich vielleicht, ne? Der Schmerz lässt bereits nach.
Was denn jetzt schon wieder? Geht's hier weiter runter? Okay. Rohstoffvorratskiste. Sehr schön. 5 Stück. Warum nicht? Ich schürf mir alles auf. Oh. Da ist eine Kiste, da sind bestimmt Energiezellen drin. 2 Stück, das ist keine Kiste. Gott, ist das hier groß. Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Okay. Hier waren doch gerade sicherlich auch noch irgendwelche Gänge. Da. Das ist ein Hebel. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Da geht's weiter. Ne, von da bin ich diesmal gekommen, ne? Ja. Ich will auf keinen Fall eine Energiezelle verpassen. Also es fehlen jetzt schon wieder nur noch 2. Ach, du, seht ihr, das meine ich. Gott, ist das Ding groß. Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Nö. Hm.
Und der hier ist schnell. Zwei haben wir jetzt schon mal ausgeschaltet. Und jetzt geht's da hinten weiter. Scheiße. Ernst jetzt? Ach komm schon. Oh, das ist ärgerlich. So. Stolperfallen-Munitionsbeutel? Welcher Munitionsbeutel ist denn das? Super. Okay, also ich darf mich nicht zuerst entdecken lassen. Ja. So viel dann dazu. Ich würde aber trotzdem ganz gerne erstmal die Lurche da hinten killen. Und der hier ist schnell. Zu doof, ne? So, auf jeden Fall darf ich mich hier nicht entdecken lassen. Das ist wichtig. So, sind da irgendwo noch welche? Da hinten ist noch einer.
darfst ruhig stehen bleiben. Na egal. Jetzt bitte. Schwein gehabt. Okay. Das sollten dann aber jetzt alle zusätzlichen gewesen sein. Jo. Ich habe keine Steine dabei. Okay. Okay. Hier gibt's Vorratskisten. Kein Platz mehr. So, jetzt darf ich nicht mehr sterben, weil Schwäche, Feuer und Blitz. Feuer und Blitz, Feuer und Blitz. Okay. Das war schlau. Sackgasse, das ist doof. Fuck you! Ah, genau! Ja! Am Arsch, Alter!
Jetzt brauche ich sowieso nur noch laufen, jetzt stirbt er von alleine. Das war's. Die Soldaten damals. Heftig. Mussten gleichzeitig hunderte davon bekämpfen? Krasse Scheiße. Metallscherben. 40 pro... Oh, ja, Baby. So viel zum Thema leichtes Gepäck. 40% Schadensspule. Gib mal her das Ding. Heftig. Das heißt, der kriegt endlich. Das ist krass. Heftig. Das ist echt heftig. Wie würde der dann machen? Alter. Naja. Ja. 39% Abriss ist, glaube ich, auch gar nicht so wenig. Seilwerfer. Nur zum Zwischenlagern. So, Waffen modifizieren. Bitch. 37, 34 und 35. Ist voll. Das ist doof. Egal, ich habe sie erstmal mitgenommen. Das ist schon mal die Hauptsache. Bunkertür. So, es ist jetzt nur die Frage, ich darf keinen Energiekern oder sowas vergessen. Ja, aber die Brutstätten sind alle anders, Akima. Also die sind schon sehr cool, finde ich. Also mir haben die echt Spaß gemacht. Ich brauche Energiezellen. Scheiße. Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. No, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das? Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird.
Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Okay. Oh, ich bin so gespannt, was das alles ist. Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Oh, das wird so spannend. Alter. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schatten, Kaja. Nicht gerade vorteilhaft. Der Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schatten-Kaja-Militär jagen. Alles klar. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash. Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Okay. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation untergeht. Krass. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Okay. Ich bin ganz kurz AFK. Dauert eine Minute. Dann gucken wir weiter. So, ich sag mal Prost mit O-Saft. Ja. Irre, wie sich das alles entwickelt. Echt. Und wie komme ich jetzt hier runter? Na. Oh, das wird eine irre Fahrt. Ach komm. Ich muss mal gucken, ob hier noch was... Ich habe jetzt die ganze Zeit Schiss, die blöden Energiezellen zu vergessen. Das wäre total blöd. Krasser Scheiß. Oh! Oh, was? Oh. Genau, alles klar. Ach komm. Jetzt
Willst du mich verarschen? Wie soll ich da denn so... Hey, Serenala, hallöchen. Okay, Eletno Palanta. Das klingt jetzt gerade so emotional. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, das wird eine irre Fahrt. Okay, ah gut, ich glaube, ich weiß, wie du das meinst. Man könnte das auch irgendwie im ersten Moment falsch verstehen. Aber die Hauptstory ist richtig, das ist Hammer. Das macht total Spaß. Nein, 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 nein. Jetzt mache ich den Fehler schon wieder. Egal. So, wo soll ich denn von hier aus hin? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Oder muss ich den anderen Arm runter? Ach, vielleicht muss ich auch nach oben. Okay, das geht nicht. Nee, nee, das habe ich schon verstanden. Das ist lieb von dir. Freust dich über meine Freude? Ich meine, das ist... Ich kenne das aber selber, wenn man... Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist das hier für eine Scheiße? Oh, dann solche Stellen, ne? Klar, da kommt das Kind im Manne hervor. Aber das ist auch nie verkehrt. So. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, das wird eine irre Fahrt. Vielleicht ja eher hier. Unsichtbare Wände. Ach komm. Hier vielleicht? Oh oh. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich sollte nicht hier lang. Ich hoffe die ganze Zeit, dass ich sterbe und das nochmal richtig machen kann. Och nö. Oh, ich sterbe sowieso jetzt. Hätte ich zumindest gedacht. Ich habe doch bestimmt jetzt irgendwelche Energieversorgung. Ach hier, Energiezellen vergessen. Komm, ja, töte mich mal eben. Ich will da wieder hoch. Hier, töten. Also Mensch ist, wer sich das... Ja. Ja. Teilweise schon. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, das wird eine irre Fahrt. Also irgendwo muss es ja hier einen Weg geben. Und auch hier unbeschadet. Guck mal, hier kann man nämlich da runter. Aber ich nehme die ganze Zeit Schaden davon. Es muss doch einen regulären Weg geben. Oh. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal besser. Aus als das, was ich gerade gemacht habe. Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage. Gibt es da oben noch was zu finden? Oh. Oh. Ich finde, das sieht gut aus. Guck mal an. Jetzt ist natürlich echt die Frage, ob da oben noch was zu finden ist. Du verlässt den Spielbereich. Ach komm. Soll ich jetzt hier wieder wegkommen? Na gut. Also da habe ich jetzt eine Energiezelle gefunden. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir diese Energiezellen nur in diesen Ruinen finden. Und ich gehe mal davon aus, dass hier in der Spielwelt noch mehr zu finden sein werden, wenn man der Hauptquest folgt. Das heißt aber auch, wir werden jetzt der Hauptquest folgen. Ein Fluch für die Dunkelheit. Und ich muss mal eben gucken, wo der ist. Also der nächste Questmarker. Da. Hallöchen, Shizio. Ja, ich habe auch zwei Katzen zu Hause. Garstigen kleinen Viecher. Ich will diese Rüstung haben. Abend, Dave. Hallo. So. Wundervoll. Dann geht's von hier aus in die Richtung. Unterwegs müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Loot mitnehmen. Es könnte schwierig werden. Muss aber nicht. Entschuldigung. War reine Selbstbeherrschung. Oh, Gobbel, Gobbel, Truthahn. Super. Kann man nie genug haben. Truthahn heute. Da haben wir noch rote Pflänzchen. Da haben wir Wächter. Der Gegner hat mich im Visier. Hat er nicht. Dies halte ich für ein Gerücht. So. Drückt mir mal die Daumen, dass ich Energiezellen finde.
Ich will diese Rüstung haben. Das ist das, was mich gerade vorantreibt. Ich will die Rüstung anziehen. Die sieht so gut aus. Die kann bestimmt was. Dazu. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Hier denn schon wieder für ein großes Gebiet? Es ist echt der Hammer, ne? Ich meine, guckt euch mal an, das ist so ein kleines Stück der Karte und das sieht schon wieder so gigantisch aus. Irre. Oh, ein Sturm zieht auf. Final Fantasy? Was erinnert dich an Final Fantasy? Oh, ich meine, guckt euch mal die Windeffekte an. Selbst die Blätter. Wie das aus... Das sieht... Also, ernsthaft jetzt mal, guckt euch mal die Blätter an. Wie die sich mitbewegen. Die einzelnen Blätter wabern. Heftig. Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. So, habe ich hier nicht irgendwas, was ich nicht mehr brauche? Ja. Exakt ein Teil. Ha! Das ist ja bestens. Wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Ja, total toll. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. So sieht das aus, Eletno Palanta. Ist mir egal. Ich will einfach nur die Rüstung haben. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, yeah. Sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen.
Oh, der Typ ist echt nervig. Ich finde die richtig cool. Das wird ganz schön eng. Die ist so super sympathisch, die Hauptdarstellerin. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf dem Krieg waren. Na, willst du mich verarschen? Das ist der leichte Weg? Leicht sagte ich nicht. Ach, ich habe auch die falschen Pfeile und ich wundere mich schon. Damit geht das schon viel besser. Super nervig, die kleinen Viecher. Schon wieder Level up? Ja, aber. Was haben wir denn da noch? Da oben. Wo bin ich denn jetzt überhaupt auf der Map? Immer noch da unten. Okay. Werde ich vielleicht noch bereuen. Oh oh. Hier, nö, hier ist keiner. Okay, dann geht's da jetzt die Wand hoch und dann gucken wir mal weiter. Naja, aber ich denke mal, dass der Langhals sowieso schon kaputt ist. Ich glaube nicht, dass der noch funktionstüchtig ist. Jetzt könnte man den ja auch einfach quasi hacken. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Oh, hier ist ja schon wieder alles voll. Oh.
Verderbnis muss beseitigt werden. Saubär, Räubär, Hubschraubär, Zaubärär. Alles klar. Alles klar, wolltest du nur mal sagen, ne? Mal kurz gucken, was der dabei hat. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Kugelschreibär geht auch, natürlich. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Okay. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Okay. Immer schön aufpassen. Das hat ja gerade... Oh oh. Hier ist niemand. Hier immer noch rum. Bleib wachsam und ruf mich. Los. Den sollte ich eigentlich mit 3 Pfeilen gleichzeitig töten können. Sie ist größer als die anderen. Bewegung. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Zeremonielle Rüstung. Das Ding macht mehr Schaden als der Scharfschützenbogen. Also so modifiziert zumindest. Das ist schon heftig. Wundervoll. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Diese Rüstung. Sie kann nur einem Mann passen. Helis.
Okay. Naja, wirklich als Rüstung bezeichnen das würde ich das auch Hütte? Nicht. Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also. Achilles. Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Drücken. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mich getrunken haben, bin ich leidete ich mich selbst. Mein Gebiet das lässt ihn konzentrierter sein als du. Aber anstatt mich für meine Vielleicht Schwäche suchst du jetzt mal den Langhals. Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das Genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass das wieder eine Falle ist. Jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Teilteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Okay. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Oh oh. Verdammte Scheiße. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Was? Du vielleicht. Aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit. Alter, was? Ja, genau. Oh Mann. Beeil. Oh, ja, guter Witz. Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Okay, da sollte ich glaube ich nicht lang. Weiß ich nicht, Blankwolf, kann ich dir nicht sagen. Renn weiter! Oh, soll das ein Witz sein? Alter! Beeil! Oh, ja, guter Witz! Oh, glaub da geht's ja gar nicht weiter. Wo soll ich denn lang? Mein Gott, noch. Sein. Lauf oder du stirbst. Joho, ich hab's doch verstanden. Wie der Krieg abfahrt. Beeilung. Oh, ja, guter Witz. Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Kein Problem.
Alter, was zur Hölle? Im Ernst jetzt? Oh Mann. Nicht kämpfen, lauf weiter. Soll er seinen Blitz sein? Nach links, vom Loch. Verstanden. Ich hab's fast geschafft. Die ganze Basis ist alarmiert. Ja, ich hab's bemerkt. Lauf oder du stirbst. Vorsicht, da sind noch mehr. Brücke in Sicht. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Alter Verwalter. Spannendes Ding. Nö, das geht eigentlich mit meiner Pumpe. Aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Okay, das war heftig. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall und Zero Dawn. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin doch schon weiter in der Hauptstory als nur ein Drittel. Aber wir werden das jetzt erstmal verfolgen. Ach ja. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Okay. Gehen wir mal weiter gucken. Ist das ein Behemoth? Ja. Der Sonnenring. Die stolze Tradition der Kaja. Raus aus meinem Fokus.
Wenn dich die Eklipse erwischt, wirst du nicht mal lange genug überleben, um im Ring zu enden. Okay. Spannend. Glaub bloß nicht, dass du hier willkommen bist. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Fremde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Okay. Dreckiger Söldner abschauben. Ich nehme die Scherben, auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Die Schattenkajer sollen einen der ihren suchen. Könnte sich auszahlen. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Okay. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken. Ha, sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend. Sie bringt uns jedenfalls nicht früher nach Hause. Das ist doch verrückt. Wohl kaum. Was denn? Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche über die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Wenn du ein Massaker sehen willst, bist du hier richtig. Ich hab Höhenangst. Du machst mir noch eine Menschenjagd. Wie viele Leute kann ein Stamm verlieren? Odund, Anführer von Odunds Meistern. Du bist wohl neu hier. Jemand, dem kein Auge oder Ohr fehlt, fällt hier direkt auf. Der gute Eindruck entscheidet. Außer in diesem Loch. Sie nehmen einfach jeden. Glaubst du, Uthid hat getan, was ihm vorgeworfen wird? Ich hoffe es. Das macht ihn gefährlicher. Ich rate dir, denk gar nicht erst über sowas nach. Okay. Darüber, ob er schuldig oder unschuldig ist? Wenn du solche Gedanken zulässt, wirst du es als Söldner nie zu etwas bringen. Es geht ausschließlich um tot oder lebendig. Bei lebendig solltest du einen Knebel mitnehmen. Aber lebendig ist eh nicht mehr gefragt. Okay. Leb wohl, Odund. Gute Jagd. Wenn ich dich mal töten muss, wirst du nicht leiden. Oh, danke. Okay. Soll zur Balustrade. Klar, das mache ich auch immer in meiner Freizeit. Moment mal. Frage ist natürlich, ob es da oben noch was gibt. Anscheinend nicht.
Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Was macht die denn da? Jetzt geht er runter. Oder was? Ach so. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Ist das die Schlussquest? Kann mir das mal eben jemand sagen? Ist das hier die Schlussquest? Kann ich dann nicht mehr zurückkehren? Falls das jemand weiß, bitte einmal melden. Weil das möchte ich noch nicht. Ich möchte noch nicht zur Schlussquest. Okay. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, okay, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Dann bin ich beruhigt. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Und voilà, sie kam. Und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Er bittet Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich! Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Na, guck mal einer an. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Oh, Scheiße. Kann ich alles haben? Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Nee. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. So sieht's aus. Ja, gut. Hallo, Mr. Flamme. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Okay. Ich hoffe, ich finde hier eine Energiezelle. Weil hier... Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ach was. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Hab ich doch schon, Mann. Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum.
Mehr kann ich nicht tragen. Okay, mehr brauche ich auch nicht. Ja, wir gucken mal, was es hier so gibt. Ich kann da auch nicht mehr so viel zu sagen. Ich bin selber total gespannt. Was war das hier? Ich brauche nur die ganzen verfickten Energiezellen. Mehr nicht. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt. Okay. Und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten, den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Okay, schlauer bin ich jetzt nicht, aber... Stimmt doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Hab ich schon mal gesagt, ich weiß, dass einige Leute im Chat sind, die Story schon kennen. Ich will keine Bestätigung und nichts dazu hören oder lesen. Vielmehr. Ich habe immer noch die Vermutung, dass das Leben von den Maschinen selbst wieder erschaffen wurde. Weil die es brauchen, um sich selber zu replizieren. Ich wette es mit euch. Die haben sich angepasst. Die Maschinen haben sich angepasst. Und die haben auch sie wieder erschaffen. Jede Wette. Falken, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Was bin ich denn jetzt? Das ist ein Boss. Siehst du, wisst ihr, was ich jetzt mit Skill? Ich habe nämlich keine Lust mehr. Anführerschlag, so. Den bringe ich jetzt um die Ecke. Ach, im Ernst jetzt? Na schon. Yes, baby. Yeah.
schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht... Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich. Ich war 2051 beim Syzygy East Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren, wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet. Langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Ihr Einsatz nee, hat keiner gespoilert. Hat dazu geführt, dass ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Ja, nee, das war aber ja keiner von den Leuten, die gerade hier sind. Denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Also der Wolf hat das nur in die Runde geworfen für alle, die gerade im Chat sind und weltweiten Reduzierung der Biomasse. Naja. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts. Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. Ah, okay, und das wird natürlich wieder nicht aufgeklärt. Ich brauche Energiezellen. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, ne? Richtig schönen kleinen Bollerwagen. Da muss ich hin. Aber ich muss trotzdem nach Energiezellen suchen. Bunkertüren da hinten auch. Aber die ist offen. Okay. Dann müssen wir zu dieser hier. ZDO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeladen. Elisabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt.
um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konfigurieren kann. Ich wusste es! Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Okay. Also, die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Seht ihr, was ich meine? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Oh, ich muss gerade leider wieder an den Story-Spoiler von heute Morgen denken. Jetzt weiß ich nämlich auch, warum... Ja, ist auch egal. Medizinische Abteilung nicht zugänglich. Oh, was ist das da hinten? Strandete Fesseln. Ja, Blankwolf, sei froh, dass du den nicht gelesen hast. Ja, so ein kleiner Spinner. Das nehme ich für unterwegs. Nee, das werde ich jetzt nicht wiederholen. Weil das Sinn ergibt. Nee, das werde ich euch auch nicht erzählen, das werde ich nicht vorwegnehmen. Eindringling, schnapp sie! Egal was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Ach so, der Spaß wieder. Da hinten geht's weiter. Okay. Da hinten haben wir die Relais. Dann mal los. Oh. Noch so rings. Ich
muss die richtige Konfiguration finden. Links, oben, links, unten. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Ich war mir auch nicht sicher. Deswegen habe ich da einfach nochmal draufgehalten. Fritz' Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Da fehlt ein Teil. Ich bin nicht Bretts Kinder. Vielleicht eine Art Lager? Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. So. Jetzt gucken wir uns hier mal weiter um. Was ist das denn? Emitter. Aha. Ich brauche Energiezellen. Na also, sieht intakt aus. Kann mir denn jemand sagen, weil ich möchte, also eins möchte ich mal eben sagen, ich möchte die Story ungern so durchwursten. Gibt es eine Möglichkeit, Energiezellen außerhalb der Story zu finden? Ja oder nein? Das würde mich interessieren. Was ist das? Ach so. Ich muss da eh runter, ne? Soll ich nicht den Emitter einbauen? Hä? Okay, versorge die Tür mit Strom. In die Mitte? Ah. Es sollte gehen. Mal auf mit der Tür. Oben links, unten rechts, oben. Ja, nehmt mir das nicht übel. Ich bin heute schon echt lange wach. Und habe heute auch schon viel gestreamt. Ach, der muss nach rechts zeigen. Da ist man dann irgendwann ein bisschen auf. Also gar nicht mal so vom Zocken oder vom Quatschen, sondern einfach davon, dass einem die Funzeln hier die ganze Zeit ins Gesicht leuchten. Habe ich ja früher schon immer angekreidet. Oben links, unten rechts, oben. Ah, das ist auf dem Kopf. Dann ist das unten. Rechts. Oben. Links. Unten. Nein, ich mach die Facecam nicht aus. Das geht nicht. Das war auch falsch. Verdammt. Wie ist denn das da? Das ist jetzt komplett weg. Oben, links, unten, rechts, oben. Ja, ich weiß. Ich bin da gerade zu doof für. Unten rechts, oben links, unten. Habe ich doch gerade gemacht. Wieso ging das denn nicht? Muss das hier ja unten sein, wenn das auf dem Kopf steht. Und das links.
Ach, ich Idiot. Ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe. Falsche Reihenfolge genommen. Und ist das hier... Ist das rechts? Und der muss nur nach unten. Das war's. Ja. Die Tür sollte wieder Strom haben. Okay. Mal sehen, was dahinter ist. Welche Tür denn jetzt? Die da. Ja, habe ich. Nee, wollte ich nicht, Blank Wolf. Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? Klar. So viel zu vermeide jeden Kontakt. Wieso... sagen. Oh, das macht mir gerade irgendwie Spaß. Hier drüben ist das Ziel. Ja, ja. Komm mal her. Oh. Eventuell eine etwas blöde Idee, aber ist mir egal. Ich habe gerade meinen Spaß damit. Na los! Eine Runde Limbo, bitte. So doof sein. Sind die jetzt tot? Ach, da kommen noch mehr. Oh, dann habe ich ja gut daran getan. Ja, ich verdrahte alles. Geil. Hat sich schon mal jemand die Leiche hier angesehen? Ja, genau. Guckt euch mal die Leiche da an. Komm, das ist ein sehr epischer Moment. Okay. Hallo? Seid ihr doof oder was? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Habe ich Steine? Oh nein, ich habe keine Steine mehr. Schade. Hallo. Was sind die denn alle? Okay. Der letzte. Oder auch nicht. Oh.
Oh, ich habe da einen vergessen. Ach komm, es war aber lustig. So. Das wollte ich auch mal eben machen. Herrlich, einfach herrlich. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja. Hier liegt doch bestimmt eine Energiezelle irgendwo. Das sieht alles echt merkwürdig aus. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Sowas habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Ja, ich hab's gewusst, ey. Die Maschinen sind also gar keine Plage, sondern die bauen den Planeten wieder auf. Ist nur die Frage, was Aloy für eine Rolle spielt. Okay. Okay, also muss ich da sowieso weiter. Da haben wir noch was zum Heilen. Ja. Das nehme ich auch mal mit und dann geht es nämlich hier jetzt weiter. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Und das kann man doch noch mal aktivieren. Weil es mich jetzt nicht großartig interessiert. Deswegen, man kann das doch nochmal anmachen. Weil ich die Energiezellen haben will. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Kodiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich verstehe es nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an?
Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig, bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Fuck, ich weiß, womit das zusammenhängt. Ich habe es gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster. Verfluche diesen Troll von heute Morgen. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Such mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Na, wollen wir noch mehr Spaß mit dem heißen Draht oder was? Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so Blank Wolf. Ich hoffe, er verreckt in der Hölle. Der Troll. Ne, echt jetzt. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabyte Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne. Für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Okay. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Sie ziehen weiter. Nun beginnen wir. Ach komm schon, ich benutze sogar normale Pfeile. Kann nicht euer Ernst sein. Ich habe mir hier so viel Mühe gegeben. Ja, genau. Ihr wollt hierher kommen. Oh. Nein. Komm hier nicht hinein. Ah, ich habe Angst. Oh je, Hilfe. Ein Schelm. Kommst jetzt her. Was?
Brenn. Entschuldigung. Da kommt so ein bisschen meine sadistische Ader durch. Ja. Horizon Zero Dawn heißt das. Das war der letzte. Wieder allein. Wundervoll. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Eine Energiezelle. Wo? Ich brauche Energiezellen. Ich muss sie alle haben. Also bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Das ärgert mich ein bisschen. Ich brauche Energiezellen. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen. Okay. Durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie ihr besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut. Okay. Und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Alles klar. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die nur... Oh. ...Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass Ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades. Das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann... Und nur dann überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades.
Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Ja, und ich denke... Wie ist der Blatt eines Ferrotitan gelandet, der von den Eklipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Ich denke, dass Aloy die Fehlfunktion ist. Weil sie die alte von damals... Ah... Wegen der DNA. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Das wäre natürlich richtig scheiße. Ja, zeig mal her den Kram. Willkommen bei Eluthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Eluthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eluthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr, vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind... gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Okay. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Sagt sie noch was? Nein. Also ich vermute das genau anders. Also dass Aloy, also dass die DNA aus der vergangenen Zeit kommt, wo schon mal alles auf Null gesetzt worden ist und dadurch die Fehlfunktion eingetreten ist, weil dann angeblich nicht alles auf Null ist und Hades dadurch reaktiviert wurde. Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Das hier? Ich hab das doch von Anfang an gesagt. Künstliche Gebärmütter. Ich find das so geil. Ey, es ist der Hammer. Haben sie... Alter, geil. Geiles Hammer. Die Story ist einfach nur geil. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter... eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Ich brauche Energiezellen. Aber hier liegt nichts. Okay. Oh, ich will nicht die ganze Zeit an die Energiezellen denken. Die Story ist gerade so gut. Wurde. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna
Unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. Die haben eine KI erschaffen, die in der Lage ist zu fühlen. Verdammte Scheiße. Passt mal auf, die hat Dr. Sobek vermisst. Kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elisabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elisabeth. An dich und das... Ich hab Gänsehaut ohne Ende, Leute. Echt, das ist so geil. Und das ist so... Das könnte so... verfickt nochmal einfach passieren. Energiezelle. Da müsste ich etwas anderes ablegen. Ja komm, ich will ich alles gar nicht haben. Ich will eine Energiezelle haben! Die Alpha Registry Master-Datei. Intakt? Ja, sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutter-Luke wiederherstellen. Danke, Blank Wolf. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Oh, bitte lass das kein trauriges Ende nehmen. Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Oh, fuck. Der kleine Wichser. Scheiße. Diesmal bin ich vorbereitet, mein Freund. Ich hoffe, ich darf gegen dich kämpfen. Du lebst noch. Hey, Thomas. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Das sage ich auch immer wieder, Thomas, und vielen Dank auch an dich. Ich habe es auch endlich auf YouTube hochgeladen. Ja, das ist echt der Hammer. Also da freue ich mich immer. Ich freue mich immer mehr darüber. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel,
wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Wenn dein Gebrabbel die ganze Nacht so weitergeht, töte mich lieber gleich. Oh nein, wir haben keine Eile. Ist das ein Drecksack? Wie wär's mit ein bisschen Folter, um mich von deiner Stimme abzulenken? Die ist so geil. In diesem Moment, auf dem Berg, wollte ich dich sofort töten. Und tat es nicht. Warum? Weil du eine Pussy bist, du kleiner Drecksack. Mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben, Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier, damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Ja klar, auf jeden Fall. Es ist alles, wie es sein sollte. Ja. Schicksal und Vorbestimmung. Und deswegen werde ich dir gleich auch deinen Penis in den Mund stecken. Abgestimmt. Mit Sack. Du bist ein Idiot. Ein gefährlicher zwar. Aber ein Idiot. Ja. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König, dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf, klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe, was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Nee. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Hat Angst. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Das Schiss, ne? Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Boah. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Hm. Wie dem auch sei. Ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Aber ich habe ein Schnellreisepaket, ich bin da gleich da. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Oh. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und... so zerbrechlich. Ich nehme deinen, nachdem deine Leiche im Dreck liegt. Siehst du,
Diesmal habe ich nicht gezögert. Gott, ist der ängstlich. Das Messer hat schon zugestochen. Gott, hat der viel Angst. Okay, ich habe keinen Fokus mehr. Das ist irgendwie ungünstig. Karcha-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Kein Problem. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Die macht die einfach mit ihrem Mundwerk platt. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Okay, das ist jetzt doch ein Problem. Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumschleifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Ach du Scheiße. Vor vielen Jahren, oh nein, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne, aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie, die Erste sein. Ja, guten Appetit, Eletnor Palanta. Ach du Scheiße. Alter, was bitte? Ich habe ja nicht mal mehr eine Rüstung. Ich werde das Ding nie besiegen. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Oh. Die Säule schafft. Oh. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Das ist verheerend. Komm, put. Wo ist er denn? Oh! Hier ist hin. Krieg ich meinen Speer? Na toll. Stufe 40 erreicht. Haha, ich bin Batman. Sehr geil. Hey, rat mal, wer wieder Waffen hat. Jetzt bist du nur noch ein großes, dummes Ziel. Dir zeige ich's. Willst du mich verarschen? Ist auch schon down gegangen. Das tut mir fast leid. Tja, mein Freund. Oh, nein! Mein unerschütterlicher Glaube ist zerstört. Oh je! Seid still!
Tja, auf wen scheint die Sonne jetzt herab? Na, schick doch deine Verderber runter. Schatten, tötet sie. Im Ernst jetzt? Ich will mein Loot? Niemand stellt sich zwischen mich und meinen Loot. Tötet sie! Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Ach komm! Ich hab nur ein Problem mit dem Schauspieler. Wieso kann der das auch? Okay. Unerwartet. Der kriegt erstmal ein paar an den Hals. Für seine anmaßenden Worte vorweg. So, du Lurch. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Ich mag den Schauspieler nicht. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja. Finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Der heimliche Halbverbündete. Ja? So können wir das natürlich ausdrücken. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich... Alles klar, Thomas. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Komm gut zu liegen. Schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss einfach. Auf gar keinen Fall, Penner. Was denn für... Mann. Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Nee. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Oh, und eins, wie ich solche Menschen hasse. Falls du wieder ins Schatten-Karja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Was? Ja, gib her. Du denkst wirklich an alles, was? Gib mir. Einer muss es ja. Aloy. Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Hallo Alibaba, nein, ich hoffe, es ist tatsächlich nicht. Es sieht trotzdem so gut aus.
Kein etwas, ein jemand. Yeah! Ja, die beste Slim der. Die Grafik sieht hier etwas besser aus. Das kann sein. So. Okay. Geil. Sehr geil. Also die Storyfitzel, die da gerade zusammengekommen sind, die sind schon echt der absolute Überscheiß. Sehr geil. Also ich bin echt... Ich wurde ja vor ein paar Tagen gefragt, ob das wohl in ein paar Tagen immer noch so bei mir ist mit der Begeisterung, und es wächst immer mehr. Also ich bin immer mehr begeistert. So, wir haben hier einige alte Quests, aber wir werden die Hauptstory jetzt weitermachen. Dann werde ich halt dahin schnell reisen. Oder dahin? Dann dahin. Mutterherz, Mutterberg. Leck mich doch am Arsch. Dann reise ich halt zu irgendeinem x-beliebigen Lagerfeuer. What the fuck? Ich kann da überall nicht hin? Da aber. So, okay. Weiß ich nicht, Eletnor Palanta. Ja, Alibaba, ich sehe das ganz genauso. Das ist einfach nur der Hammer. Es ist so gut geworden. Ich glaube, ich möchte einfach nur vor der letzten Quest wissen, ob das die letzte ist. Also da mache ich mir eigentlich gerade recht wenig Gedanken drüber. Wieso schneit's hier? Wir sind im gelobten Land. So, aber mal ran hier an Speck. Wir müssen unser Dorf retten. Aber es muss ja noch ein paar geben. Mir fehlen noch zwei Energiezellen. Also sowieso, da müssen noch ein paar kommen. Oder habe ich Energiezellen vergessen? Das wäre natürlich scheiße. Dieser Geruch. Brennende Bäume. Oh nein. Das Becken. Wachtürme in Flammen. Aber die Wachposten hatten noch Zeit, den Stamm zu warnen. Hoffst du. Scheiße. Ich glaube da ja irgendwie nicht dran. Ich bin vor dem Endbosskampf? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Das kann überhaupt nicht sein. Nein, das geht gar nicht. Maria. Und keine Spoiler. Sie war niemand, der einfach so auf. Tja, wir mussten für ihr Leben teuer bezahlen. Letztendlich ist das wohl alles, okay, worauf wir noch hoffen können. Also ich glaube nicht, dass wir heute schon fertig werden. Oh, da sind schon wieder diese Verderber-Kackviecher. Was? Bleibst du... Du Feigling! Wo ist denn der Kleine jetzt? Hat er den selber platt gemacht? Die Nora haben sich hier zur Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Aber die Tore haben nicht gehalten.
Das hier ist Herades Zukunft. Metall und Asche. Was ist denn das da? Ach du Scheiße, willst du mich komplett verarschen? Genau, mit dem lege ich mich jetzt an. Ja, war ja klar, dass der hier langläuft. Dem Erdboden gleich gemacht. Heftig. Hier sneak ich mich mal so ein bisschen durch. Da werden wir aber mal kurz eben was machen. Outfits modifizieren. Habe ich mir nicht ein reines Schleichoutfit geholt? Ne, habe ich vergessen. Fuck. Egal, komm her, dann kommen da jetzt... Okay. Ich habe auch so 35, vergiss es, brauche ich nicht. Das sind die Ruinen. Nein, Eletnor Palanta, du kannst ruhig sagen, wie viele Hauptquests noch kommen. Also wir dürften uns aber eigentlich noch nicht dem Ende des Spiels widmen. Das kann gar nicht sein. Aber ich kann auch sagen, warum. Also es wurden ja gesagt, 50 Stunden Hauptquest ungefähr. Und ich spiele nicht mal 50. Ich glaube, das... Ich glaube auch nicht, dass das Schnee ist. Das hält sich. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Ich kann da nicht weiter. Ja, doch jetzt. Nee, hier ist niemand. Halt! Was war das? Oh oh. Wenn der mich erwischt, bin ich am Arsch. Okay. Ich habe echt ein Problem. Kommt da nicht durch, wa? Okay.
okay. Für deine Einschätzung. Suche abbrechen, Ziel gefunden. Kriegst du. Die Rolle. Herrlich. Gottes Willen. Nee. Da gibt's kein... Backseat Gaming ist was ganz anderes. Backseat Gaming ist ja auch noch, wenn man mir sagt, wo ich hin soll. Es gibt nur noch zwei Quests. Das ist aber echt nicht mehr viel. Das ist aber schade. Wer braucht eigentlich Elementarpfeile? Was? Stirb. Tatsächlich, ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Willst du mich komplett verarschen? Werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Genau, lass den Berg einschätzen! Das heißt, die Scheißwaffe muss jetzt da hinten liegen, ne? Was ist nun denn los? Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Für Aloy! Für die Roboter! War und Sona, sie leben! Hä? Das ist falsch! Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Sag mal, kannst du mir jetzt mal aus dem Schussfeld gehen, du Spacken? Alter, wie ich sowas hasse. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Da kommt er gleich auch hin, der Spacken. Du
Nein, vorbei. Todbringer. Oh lol. Jetzt muss ich mir erstmal die zweite Waffe holen. Der brennt. Vernichtet es! Da oben. Oder ist das auch ein Todbringer? Egal. Erledigt es! Sauber. Das ist die andere Waffe. Ja, bleib mal stehen. Wir haben es geschafft. Hey Leute, wir haben es geschafft. Wer schießt denn hier? Ich dachte, wir würden sterben. Oh, die behalte ich jetzt. Das ist meine. Das ist meine. Die behalte ich. Aloy, du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Ja, schau mal an, mein Schön, Freund. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das ja, Töten ne? vorbei? Nein, ist es nicht. Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Okay. Das Herz der Nora. Das klingt echt nach Schlussquest. Bunker entdeckt, Urmutter. Hallo, Elrond. Aloy, du bist zurück. Teb? Urmutter, segne diesen Tag und leite mich. Auf, dass du dich meiner erinnerst. Aloy, also, bist du nun zurückgekehrt? Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwester, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Ich kämpfte mich durch eine Armee, während du in dieser Höhle hocktest. Und du willst mich stoppen? Aloy, das ist nicht notwendig. Doch, das ist es. Woher weißt du denn, was notwendig ist? Was es mich gekostet hat, hier zu sein. Jetzt, in dieser Höhle. Es ist mein Geburtsrecht. Ihr werdet es mir nicht noch einmal wegnehmen. Identity-Scan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch.
Okay. Willkommen bei Elixir Zelle 9 und 1. Ich bin da drin. Du bist also drin. Ja. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Alter Schwede, ey. It's time for epic loot. Das ist also Eleuthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Das ist... Ich wusste es. Von Anfang an habe ich... Ich habe das extra am Anfang gesagt. Das ist so krass. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit. Die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Okay. Die Frage ist, ob es hier zwei Energiezellen gibt. Sorry. Das heißt, Hades wird der Endboss, ja? Okay, soweit bin ich ja auch schon. Hallo White Shadow. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter. Oh, alles durcheinander. Ich bin gleich durch. Boah, können die jetzt mal die Klappe halten da hinten? Wie lange haben sie hier gelebt? Krass. Kindergärten? Das heißt, die Maschinen haben sich hier um die Kinder gekümmert? Was? Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe. Und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Jo, Robin. Alter. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Fuck. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was das ist echt heftig. Warum konnten sie nicht in die anderen Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Da ist noch was. Also die bittere Wahrheit hinter dem Ganzen zu erfahren, ist echt krass. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Befestigt
ihn an heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. So viel Neues. Oh, kann ich mal die Möglichkeit, der niemandem nützte. Apollo. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt... Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Alles klar. Es gibt so viel... Boah, das ist total heftig alles. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Apollo offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Hallo, mein Kind. Mein Name ist... Okay, ich hab's ja aufgegeben. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Wir erzählen alle dasselbe. So viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Hey. Apollo. Alles durcheinander. Ich wünsche... Klingt wichtig. Ne? Boah, sorry. Voll überlastet gerade. Ich vermute, dass das wir hier viel dich erfahren werden. Elizabeth, es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen. Wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die ihn, die alle von ihnen, halten soll. Er, sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime.
Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. Alter, wie heftig ist das bitte? Hi, Gurke. So. Alter Vater. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer. Und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Ich brauche Energiezellen. Wieso rafft das hier eigentlich keiner? Gaia Prime, Welt retten. Hallo. Ich brauche Energiezellen. Mann. Identiscan-Fehlfunktion korrigiert. Pelutia 9, Ruf 1, Zugriff freigeschaltet. Heftig. Oh. Okay. Hätte ich eigentlich nach oben gesollt? Huch. Das war nicht meine Absicht. Okay. Das wird bestimmt interessant. Ey, Gurke, jetzt mal ohne Scheiß. Allein die Vorstellung finde ich gerade so ultra witzig. Der war gut. Luke, ich bin dein Vater. Eloy, vergib mir. Vergib mir. Mit dem Fuß ins Gesicht. Sprach zu dir. Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahren wirst. Okay. Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz! Auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Boah, gehen die mir gerade auf die Eier. Verdammte Scheiße. Als sie aus dem Berg heraustrat,
war sie nicht mehr sie selbst. Sie war gesalbt. Diese ungläubigen Mörder haben unseren Stamm niedergemesselt. Aloy, wie nett von dir, vor deiner Abreise noch mit mir zu sprechen. Es gibt keinen Zweifel mehr. Du bist ein wahrer Segen. Der Wille der Göttin, leibhaftig. So einfach ist es nicht, Tirsa. Es muss wohl reichen. Ich weiß, dass dein Weg gefährlich sein wird. Den Metallteufel zu töten klingt unmöglich, doch ich glaube an dich. Danke. Ich mache mich auf den Weg. Quatsch mich nicht voll. Ich danke dir, dass du mir helfen wolltest. Die ganze Zeit. Ich hätte gern mehr getan. Aber ich war ganz allein. Wieso werde ich die nicht mehr finden? Wir müssen uns nicht verstehen. Nein. Oh, danke, Aloy. Ich bete für dich. Okay, kann ja nicht schaden. Die Gesalbte wird dafür sorgen. Also das Ding mit den Energiezellen labert mich alle nicht voll. Nein, ich will die Energiezellen noch haben, natürlich. Glaubt doch wohl nicht, dass ich zu Hades gehe ohne die Schildwächterinnenrüstung da. Mir fehlen doch bloß zwei. So, und wo ist mein Loot? Okay, der ist weg. Macht nichts. So, wo soll das denn sein? Bitterklamm. Ja, die Fundorte müsste ich tatsächlich wirklich mal... Den Thunderjaw... Ach, du meinst den Donnerkiefer. Welchen? Diesen großen? Nee. Diesen besonderen habe ich bis jetzt noch nicht getötet. Ich habe schon so einiges getötet, aber den noch nicht. Ich habe auch noch viele Quests offen. Und ich würde auch mal fast sagen... Was habe ich jetzt denn gemacht? Ich würde mal fast sagen, wir machen für heute mal Schicht und zocken morgen weiter. Töte den mal. Ich weiß doch noch nicht mal wo. Ich habe noch ganz, ganz viele Quests zu erledigen. Ich habe noch so unendlich viele Nebenquests. Also ich habe schon einiges abgeschlossen, aber ich habe immer noch welche. Ich hätte mich da auf die Treppe gesetzt und denen erstmal gesagt, setzt euch, wir müssen reden, und hätte denen alles von Anfang an erzählt und geschlossen mit der Enthüllung, dass sie eine KI... Den sieht man auf der Karte. Okay. Also falls du noch mehr Infos hast, behalt die bitte für dich. Ich sehe den überhaupt nicht auf der Karte. Ich habe die Quest dafür doch noch nicht mal. Ich bin noch nicht so weit, was das anbelangt. Rotschlund, ne? Den meinst du. Soweit bin ich auf jeden Fall noch nicht. Waffen der Loge? Ach so, ja, da muss ich... Oh, die Jagdgebiete erstmal noch abschließen. Das habe ich auch alles noch nicht gemacht. Hier hinten muss man sich auch nochmal umgucken. Fehlt noch das Banditenlager. Also ich finde, wir hatten ganz schön viel Story für heute. Das ist echt krass. Ach, du meinst einen einzelnen Donnerkiefer, Gurke. Du meinst einen ganz normalen Donnerkiefer. Ja, natürlich. Nicht nur einen. Ich spreche von dem einen besonderen. Es gibt hier noch einen großen, besonderen Donnerkiefer. Energiezellen. Also ich glaube ja irgendwie tatsächlich nicht, dass ich die noch in den Hauptquests finde, aber dann muss ich irgendwo eine vergessen haben. Das wäre ganz schön scheiße. Ich habe bis jetzt erst eine, ne?
Keine Ahnung, Gurke. Ich suche den ja selber noch. Der gefallene Berg, offene Quests, Haupt. Jägersitz. Ja, Leute, ich werde hier aber erstmal für heute Schicht machen.